Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1122. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, während wir eine Insel weitergerückt sind nach Honshu, genauer gesagt nach Hiroshima. Und da sind wir mit dem Kamome hingefahren. Kamome steht für Seemöwe und ist ein Schnellzug, der dem deutschen ICE rein äußerlich ein bisschen ähnelt. Allerdings nur rein äußerlich, denn rein innerlich denkt man erst, man ist im falschen Film. Denn wann seid ihr das letzte Mal mit einem Zug gefahren? In der zweiten Klasse, muss ich noch dazu sagen, wo der Fußboden aus einem Holzparkett bestand und alle Sessel mit Leder überzogen waren. Man muss wirklich sich vor Augen halten, dass das einfach keine normalen Zustände sind, wenn man dann wieder nach Deutschland kommt, wo der ICE ja das Maß aller Dinge ist und, sagen wir mal, das technisch am weitesten entwickelte Fahrzeug. Und dann sitzt man da auf irgendwelchen Stoffsitzen und manchmal sogar noch gegen die Fahrtrichtung, was natürlich im Kamome auch nicht der Fall ist. Da sitzen alle Fahrgäste in Fahrtrichtung. Wirklich ein super schöner Zug. Und wenn ihr Kamome bei Wikipedia eingibt, dann könnt ihr euch sogar ein paar Bilder aus dem Zug anschauen. Und was auch überrascht ist, ich hatte es ja schon mehrfach anklingen lassen, dass Japan für mich so eine schöne Verbindung aus Tradition und Moderne ist. Man sitzt also in einem sehr modernen Zug, der von Hitachi übrigens hergestellt wird. Und dann ist das Bahnpersonal, was da drin angestellt ist, äußerst traditionell. Das beginnt damit, wenn der Schaffner den Wagen betritt, verbeugt er sich mit einer wirklich tiefen Verbeugung vor den Fahrgästen und kündigt an, dass er jetzt die Fahrkarten kontrollieren wird. Dann kontrolliert er die Fahrkarten, verbeugt sich nochmal vor dem Waggon und geht in den nächsten. Und wenn dann das Servierpersonal durch den Zug läuft, dann machen die das ganz genauso. Die betreten also mit ihrem kleinen Rollwägelchen den Waggon, verbeugen sich vor den Gästen und beginnen dann ihren Service. Ja, und wenn sie den Wagen wieder verlassen, dann verneigen sie sich erneut. Und das machen sie nicht nur im Kamome Express, sondern gestern sind wir ja noch in Nagasaki gewesen, sind mit einer Bergbahn gefahren. Da wird die abfahrende Bergbahnkabine auch von den Angestellten mit einer Verbeugung verabschiedet. Ja, weil sie ja jetzt auf eine 5-minütige Reise bis zur Bergstation geht. Also wirklich unglaublich, diese Förmlichkeit hier, die aber sehr nett rüberkommt und nicht zu steif, zumindest nicht bei den Leuten, die wir bis jetzt getroffen haben. Es gibt ja auch kritische Stimmen von Nachtzug nach Hamburg hören zu Japan selbst. Auf die gehe ich morgen dann ein bisschen näher ein, denn jetzt kommen wir erst noch zu unserem eigentlichen Reiseziel, nämlich Hiroshima. Hier sitzt unter anderem der japanische Autobauer Mazda und hat hier eines von zwei japanischen Werken. Ansonsten ist es eine Hafenstadt im Südwesten von Honshu und vielen ist es allerdings nur wegen einer Sache im Hinterkopf, nämlich wegen des ersten Atombombenabwurfs in der Geschichte der Menschheit, und zwar am 6. August 1945 um 8.15 Uhr am Morgen. Ist diese Bombe explodiert, hat unsägliches Leid und noch mehr Opfer, als die Nagasaki-Bombe gefordert hat, gefordert. Also ein äußerst furchtbares Ereignis und dem kann man sich auch nicht entziehen. Wir sind, nachdem wir ja nun von Nagasaki schon ein bisschen vorgewarnt waren, heute dann auch in Hiroshima im Friedenspark gewesen, in dem unter anderem die Namen aller Opfer aufbewahrt werden unter einem Kunstwerk aus Beton. Und es gibt hier sehr, sehr viele kleine Stätten, wo der Atombombenopfer gedacht wird, wo quasi mahnend an den Frieden erinnert wird. Ich kann nicht alle im Einzelnen aufzählen, weil wir auch gar nicht alle gesehen haben, aber vielleicht noch ein besonders bedrückendes Mahnmal. Viele Menschen sind ja nach dem Atomschlag noch an den Spätfolgen der Strahlung gestorben, unter anderem auch ein japanisches Mädchen. Und in Japan glaubt man, dass Kraniche für Gesundheit und langes Leben stehen. Und deswegen hat sich das kleine Mädchen gedacht, wenn es es schafft, 1000 Papierkraniche zu falten, nach der japanischen Papierfaltkunst,
dann wird es überleben. Es kam leider nicht bis 1000, aber noch heute ist es Tradition, an japanischen Schulen Papierkraniche zu falten und diese nach Hiroshima zu bringen. Und ich habe heute Abertausende von Kindern gefaltete Papierkraniche gesehen, die an langen Ketten aufgehängt werden in diesem Friedenspark. Es ist sehr bedrückend und beeindruckend natürlich zugleich. Und wenn man vielleicht eine Sache aus Japan, aus diesen beiden Städten mitnimmt, ist, dass es im Leben viele höhere Ziele gibt, aber es gibt das höchste Ziel überhaupt, das für die gesamte Menschheit gilt. Das kommt noch vor dem Umweltschutz. Das ist der Kampf für den Frieden und die Ächtung aller Atom- bzw. Massenvernichtungswaffen, die es auf unserem Planeten gibt. Es gibt hier in Hiroshima eine Flamme, die so lange brennt, bis die letzte Atombombe von diesem Planeten verschwunden ist, bis also die letzte Kernwaffe vernichtet worden ist, dann wird man diese Flamme abschalten. Und ich hoffe, dass es noch zu unser aller Lebzeiten passiert. Das wäre doch ein schönes Geschenk für unsere Nachkommen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.